Das Ding. Live, laut, lässig. Wie ist denn das für dich bei so Festivals, wo viele Leute denken, Indie-Rockmusik eher so in die Richtung geprägt und jetzt mit elektronischer Musik? Hast du da manchmal Probleme oder merkst du, die Leute haben erst recht so richtig Bock, in der Nacht dann dazu abzufeiern? Am Anfang war das für mich ein bisschen eigenartig, wo ich dann auch auf den Mainstages spielte, wo dann so Bands vorher waren. Aber mittlerweile, ja, das ist wohl so, dass ein Elektronikkünstler gerade auch hinten raus macht das so ein bisschen fetziger. So, und ich glaube, die Berührungsängste sind da auch nicht mehr so groß wie noch vor ein paar Jahren, wo man sich das hätte gar nicht vorstellen können. Heute ist auch so, eigentlich jedes Rockfestival hat zumindest auch noch eine Stage, wo das zumindest anders ist. Aber dass es dann auch auf den großen Bühnen dann auch so funktioniert, überrascht mich eigentlich immer wieder. Ich habe gesehen, du machst ja auch einige Remixe und da habe ich einen Remix gefunden, Haifische von Rammstein. Ja. Kennst du Till Lindemann? Bist du Rammstein-Fan? Nein, aber ich fand den Song gut und sie haben gefragt nach dem Remix und ich hatte einen Albtraum, dass es an der Tür klingelt und der Remix ist nicht fertig und Till Lindemann steht vor der Tür und sagt, wo ist der Remix? Und komischerweise haben wir uns noch nie getroffen. Nee, so kann das sein. Wirst du Zeit haben, dir die Show anzugucken oder bist du dann sozusagen gleich, wenn die hier sind, auch bin ich ja dann beim Hurricane dann, ne? Ja. Schade. Also hast du die auch noch nie... Nee, das ist hier wieder so geswitcht. Ach Mist. Ja. Weil die Show von denen, ich habe die auch noch nie gesehen. Wollte ich sehen, ja. Aber die haben ja irgendwie auch so eine riesige Peniskanone und so. Da bin ich schon gespannt, was wir waren alles erwartet. Da habe ich die auch nicht getroffen. Da habe ich nur Teile des Teams treffen können. In Budapest waren so in so einer riesen Halle und eine, die aber auch noch riesig. Ich glaube, da wo ich gespielt habe, war für 8000. Und die andere war für ganz viele tausend. Und die hatten auf jeden Fall dort, ich glaube, 30 Trucks und 15 Nightliner, weil die auch so ganz viele Leute brauchen für Feuer und so. Das ist schon beeindruckend. Weil ich mache das ja auch so ein bisschen mit einem Team und so, wenn so logistische Arbeiten stehen da an. Das ist schon, ja, das ist eben so alles funktioniert. Ich mag das so, reibungslose Abläufe, wenn viele Menschen so wie kleine Zähnchen ineinander fassen und am Ende kommt dann das Große bei raus. Wie viele Leute hast du dabei? Auf meinen Konzerten um die 30, jetzt im Festivalsommer so 10 und dann manchmal noch so örtliche, die uns helfen. Du hast jetzt die letzten zwei Alben in Eigenregie gemacht. Wie wichtig war dir das eigentlich? Und vor allem, ich habe mich gefragt, wie viel mehr Arbeit ist das dann? Das ist eigentlich gar nicht so viel Arbeit, weil das ist jetzt nicht wirklich ein Label, sondern quasi nur meine Legal-Plattform, um da sozusagen Sachen veröffentlichen zu können. Und es ist auch kein Label, wo jemand anders veröffentlichen soll. Das ist quasi, da kommt nur meine, sie sind gerade so bei Nummer 3 oder 4. Das ist sehr gut, dass man das alles dann selbst entscheiden kann, wie das aussehen soll, wie das klingen soll, wie die Abfolge dort ist. Ab einem gewissen Punkt will man das dann auch alles selbst entscheiden wollen. Ich meine, wie kann man sich jetzt so deinen Alltag vorstellen? Also ich meine, du bist ja am Wochenende wahrscheinlich immer gebucht sozusagen und unterwegs, oder? Ja. Unter der Woche dann... So bin ich zu Hause. Bist du zu Hause und hast auch Zeit dann zur Arbeit? Ich mit meiner Frau und lese mal was oder koch was oder guck Fernsehen oder geh mal ins Studio. Also ich habe eigentlich mehr Zeit als der normal arbeitende Bürger, weil der arbeitet ja in der Woche und hat nur das Wochenende frei. Und die Woche hat mehr Tage als das Wochenende. Und du hast die ganze Woche frei? Genau, und umgedreht. Bist nur, naja, ist eigentlich so 4-3, wenn man zweimal spielt, sind es schon 3 Tage. Na gut, aber frei hast du ja eigentlich auch nicht wirklich, weil du musst ja dann schon immer kreativ sein in dem Sinne. Naja, bei mir kommt es dann immer so bums. Ich war seit dem Album auch gar nicht mehr im Studio. Jetzt gehe ich dann mal wieder. Ich mache das dann, setze mich hin und mache das dann in relativ kurzer Zeit mit dann sehr exzessiv. Dann bin ich dann fast die ganze Zeit da und... Es ist produktiver, als wenn es immer nur so tröpfchenweise, als wenn ich jetzt, dann bleibe ich lieber die ganze Woche zu Hause und nehme dann lieber eine ganze Woche im Studio, als es so abwechselnd zu machen. Das heißt, wie lange hast du für die letzte Platte gebraucht? Das waren so 3 Monate. Okay. Da bin ich aber auch tief in meinen Fundus gegangen und habe auch noch so viele Sachen und so Einzelteile gesucht und gefunden, die schon ganz alt sind und die damit eingearbeitet. Du hast ja auf deinen Alben immer Namen, da musst du mir mal erklären, wie kommst du da immer auf die Namen? Denn vor allem, ich denke mir so im Ausland, wie wird jetzt zum Beispiel der Stabswörnern, so in, der Stabswörnern in den USA oder so, in Italien, wie wird das dann ausgesprochen? Ist mir eigentlich egal, das soll das auch so ein bisschen zeigen, dass wenn ein Song sehr gut ist, dann ist das nämlich vollkommen egal, wie der heißt und man kann auch noch Radiomoderatoren zwingen, das zu sagen, wenn die den spielen. Und ich mag das einfach, das ist oft Dada und bedeutet gar nichts. Und also Nomen, das ist der Name, Musik. Es sollte ja nicht besser oder schlechter werden, dadurch, wie der jetzt heißt. Aber du kommst da auch so ganz zufällig auf. Das einfach, ist, also ist es gibt gar so, keine besondere. Sprach, Idiom, Dialektreste, Buchstabensuppe. Buchstabensuppe. Sag ich manchmal. Was können wir heute Abend erwarten?
Ich habe ja auch nach dem Coachella-Fest dann gar nicht mehr gespielt und erst letzte Woche wieder angefangen in Barcelona. Und deswegen ist jetzt auch alles ganz neu, sozusagen wieder auf der kurzen Zeit. Auf meiner Konzerttour ist ja quasi doppelt so lang, 3 Stunden. Und es ist dann immer schon eigenartig, wenn man die ersten Shows spielt, und dann wieder so in der ganz komprimierten Form. Deswegen, ich freue mich. Aufregung auch dann? Naja. Oder nicht? Nee. Ich bin ja da auch ziemlich sicher da oben. So. Also wahrscheinlich wäre mehr Aufregung, wenn ich jetzt in so einen überfüllten, mittelgroßen Club rein müsste, wo die Leute direkt vor mir, hinter mir und noch einer schlägt mir mit der Hand auf die Schulter. Da wäre ich, glaube ich, nervöser. Da bin ich safe da oben. Kann mir keiner Bier in die Rede kippen. Cool, wir freuen uns auf jeden Fall. Danke. Dankeschön. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.